country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. So, und hier wären wir wieder. Ja, ich muss jetzt in dieses Haus hier rein. Und jetzt werde ich erstmal 5 Stunden lang zugelabert. Nein, Quatsch. Oh nein, das leckt jetzt. Oh nein, toll. Nicht die ganze Zeit, sehr gut. Erzähl. Und jetzt habe ich hier einen Schal. Wunderbar. Schal habe ich. Jetzt brauche ich nur noch einen Eimer. Dann öffnet sich das Tor. Zum Dungeon kann man sagen. Ach ja, Leute. Ich habe mal meinen Abonnenten geguckt und... Ey, ihr seid doch verrückt. 77 Abonnenten. Boah, ist er echt krank, weißt du das? Nee, aber scherzhaft gemeint, natürlich. Nicht jetzt beleidigen, jetzt ansehen. Aber, ey, nochmal herzlichen Dank. Herzlichen Dank an alle meine jetzigen Abonnenten. Herzlichen Dank an alle meine Abonnenten, die es noch werden wollen. Also, ich hätte nie und immer gedacht, dass ich auch nur mal die 50 überschreiten würde. Und jetzt habe ich 77, Leute. Ey, vielen herzlichen Dank. Ich muss ein bisschen rumschleimen jetzt. Jetzt, wo ich da zu diesem Dorf laufe und nichts Besseres zu erzählen habe. Vielen herzlichen Dank. Ich kann euch gar nicht vorstellen, wie happy ich bin, wenn ich jeden Tag einen Abonnenten mehr habe. Im Durchschnitt. Ist nicht wirklich so, aber durchschnittlich circa jeden Tag einen Abonnenten mehr. Vielen herzlichen Dank. Okay, genug geschleimt. Dorf. Den Eimer bekommen vom Bürgermeister. Und ich kann jetzt schon mal verraten, wenn ich Doom 3 und Paper Mario durch habe, werde ich mich an den Donkey Kong Country Teile ranmachen. Plane ich zumindest jetzt schon. Und das wird erst recht ein Spaß. Ich liebe Donkey Kong Country. Und ich habe jetzt jeden Teil schon mal durchgezockt, also keine Sorge, das schaffe ich auch. Bla 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 bla. Bla bla bla, Mr. Freeman. Herr mit dem Eimer. Ah ja, und es tut mir leid, dass ich nicht wirklich jeden Tag ein Video reinstellen kann. Deshalb, ihr merkt es ja schon, deshalb stelle ich manchmal auch 2, 3 Videos am Tag rein, weil ich gerade Zeit habe. Meistens am Wochenende. Wegen, ja, ihr wisst es ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. Schule! Meine Noten sind ja nicht wirklich die besten. Aber ist ja auch normal. Okay. Jetzt habe ich den Eimer. Den Schal habe ich da rangepappt. Und hier erscheinen auch mal so schwarze Viecher und ich hasse es hier. Das sind 3 oder 4 von diesen schwarzen Schleckdingern. Aber solange Junior Trooper hier eingefroren ist, besteht keine Gefahr. Die haben scheinbar Schiss vor dem. So. Jetzt öffnen die den Durchgang. Weil ich so nett zu denen war. Mario, der Schneemann-Freund. Gut. Auf ins Dungeon. Wenn man das schon so oft gemacht hat wie ich, ist es kein Problem. Sternchen angib, Sternchen. Erstmal abspeichern, nur so zur Sicherheit. So. Das ist nicht wirklich ein großes Problem. Diese erste kleine Herausforderung hier. Wenn man es überhaupt so als solche bezeichnen kann. Oh, na toll. Uah. Gut. Irgendwo ist hier... Ne, hier ist kein versteckter Block. Der ist hier oben irgendwo. Oh, verdammt! Verschwindet. Da ist einer. Ein Ultrapilz. Das habe ich sehr gerne ein, Leute. Wuhu! Jetzt kommt schon der erste Geist, der mich ein bisschen verarschen will. Der erste Geist ist ziemlich leicht noch. Nee, ist er eben nicht. Zumindest nicht im Englischen. Im Deutschen sagt er, na los, du Vollidiot, du weißt, wer der Richtige ist. Aber ich glaube, der Linke ist der Falsche. Ich muss so oder so gegen den kämpfen. Glaube ich zumindest. Der Linke ist der Falsche. Wusch. Bei Bombette ist es ziemlich schwer, da hat man keine Anhaltspunkte, da muss man raten. Aber das kommt schon noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Und die schwersten Gegner sind das auch nicht.
Ihre Attacke ist ziemlich leicht abzuwehren. Ihre Spezialattacke ist cool. Deshalb sollte man nie Watt als Partner benutzen, wenn man gegen die kämpft, weil man Watt nicht angreifen kann, weder durch Sprünge noch durch Hammerattacken. Kuba ist ein sehr guter Partner gegen die, wenn man den leicht auf den Rücken legen kann. Oh, okay. Er hat wahrscheinlich noch genau 1 KP. Tja, jetzt hat er minus 8. Verschwinde. Hier ist noch ein Kiesel, braucht man nicht wirklich. Den kann man auf Gegner werfen, den brauche ich jetzt nicht. Den sammle ich jetzt nicht ein. Und hier ist eine echt coole... Moment mal. Nee, vergesst meinen Satz wieder. Noch bin ich nicht da. Und da haben wir den letzten Powerblock. Damit sind alle Powerblöcke aktiviert. Dadurch bekomme ich rein gar nichts. Naja, okay. Aufgestufte Teammitglieder, das reicht ja wohl. Gut. Das nächste Mal stelle ich ICQ aus. Jetzt reicht es mal wirklich langsam. So. Die kann man sich rausnehmen. Dafür muss man aber was zurücklassen. Ich nehme mir sowieso immer nur das Teil. Wenn man es schlau macht, nimmt man 3 Stinkwurz aus den Blütenfeldern mit und setzt sie für die Teams ein. Okay. Jetzt können wir hier sprengen. Ich muss jetzt mich jetzt ein bisschen beeilen. Das schaffe ich aber noch. Ein paar Minuten habe ich noch. Und hier. Tada! Kann man durch. Jetzt kommt noch einer von Merlons Verwandten. Verstorbenen Verwandten in diesem Fall. Aber Merlons Verwandten sind wirklich überall verstreut. Ich glaube, in Super Paper Mario gibt es auch welche. Die erzählen ein bisschen länger. So, jetzt kriegt man diesen komischen Sternstein von hier. Na komm, gib mir. Meine große Herausforderung, den zu bekommen. Komm, verschwind. Damit kann man jetzt Bowser besser besiegen. Ha, naja, ich verarsche euch wieder. Den muss man jetzt hier einsetzen. Moment. Da oben. Da muss man einsetzen. Damit die Treppen hoch fahren. Oh mein Gott, das schaffe ich hier sowieso nicht mehr in der Zeit. Fuck. Ach Quatsch, das schaffe ich noch. Wenn es nicht so lecken wird, würde ich es schaffen. Immer optimistisch denken. Ich finde es cool. Die gehen ganz genau auf. Bam. So. Jetzt ist hier rechts, glaube ich, noch ein Orden. Aber nicht schlecht. Sternsplitter ist hier links, glaube ich, noch. Das hole ich mir jetzt aber nicht. Wenn man hier runterfällt. Ja, und hier ist ein Speicherblock. Also, das war's mit dem Teil. The game must go on.